Unterm Strich sicherlich okay, wenn man beide Halbzeiten sieht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, erste Halbzeit ging an Uerdingen, weil wir da viel zu passiv waren. Aber in der Halbzeit konnten wir einige Sachen wieder klarstellen und regulieren. Und aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich, wäre vielleicht sogar durch das Chancenplus, was wir hatten, ein Sieg möglich gewesen. Aber unterm Strich ein Unentschieden im Spitzenspiel, da können wir mit leben. Ich aufgrund der ersten Halbzeit, denke ich, haben wir uns natürlich ein bisschen mehr erhofft, weil wir wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Vielleicht hätten wir mit 2-0 in Führung gehen können zur Pause. Dann mit dem Schuss von Binder noch die Möglichkeit zum 2-0 nach der Pause. Und dann haben wir es ein bisschen schleifen lassen oder nicht mehr so zugekriegt, läuferisch, weil Felber das auch gut gemacht hat und immer wieder auch gefährlich war. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ein gerechtes Unentschieden. Ja, Uerdingen hat eine Riesentradition, hat dementsprechend auch die Fans im Rücken, ja, hat ein tolles Fußballstadion, wo auch immer viele Zuschauer kommen. Das kann vielleicht gerade bei Heimspielen auch immer mal ein Plus sein. Trotzdem sage ich, die Fans schießen die Tore nicht, das müssen doch ein Spiel auf dem Platz machen. Und wir haben einfach eine super Truppe, charakterlich einwandfrei. Die Mannschaft arbeitet im Training, setzt das auf dem Platz super um und ist ein richtig verschworener Haufen. Und wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, dann denke ich, werden wir wirklich bis zum Ende ganz, ganz oben mitspielen. Das wird bis zum Schluss eng bleiben, glaube ich. Habe ich immer gesagt, am Ende die Oberen werden sich gegenseitig mal die Punkte nehmen in den Spielen. Und du musst halt gegen die Mannschaften ab Platz 7, 8 musst du immer doppelt punkten in beiden Spielen. Und dann wird sich am Ende entscheiden, wer das besser gemacht hat.